19. Spieltag, Kreisliga A. Wir gehen zum Tabellenzweiten SC Alemannia Lendersdorf und heute zu Hause gegen SV Schwarz-Weiß Hochum Stammel, auch mit neuem Trainer im Anmarsch nach Lendersdorf. Wollten natürlich Punkte mitnehmen. In den Vorgesprächen letzte Tage wurde es angedeutet. Die letzten Spiele immer unentschieden gespielt mit neuer Führung. In Lendersdorf sieht es ganz anders aus. Wir sind gespannt. Marco Bachmann, guten Abend. Ja, hallo Jochen. Herr Bachmann, Schwarz-Weiß Hochum Stammeln ist ja, sag ich mal, immer so ein bisschen eine unberechenbare Mannschaft gewesen und jetzt mit neuem Trainer, mit neuen Vorsätzen. Wie hat das Spiel denn heute in den ersten 45 Minuten gegen Ihre Mannschaft, sag ich mal, begonnen? Ja, das, wie Sie schon erwähnt haben, das war eigentlich so auch die Aussage vor dem Spiel von meiner Seite, gerichtet an meine Truppe, dass wir wussten, dass wir einen unbequemen Gegner zu bespielen haben. Wir haben es in der Vergangenheit auch ein bisschen schwer getan gegen Hochum Stammeln. Und das war in der ersten Halbzeit dann auch erkennbar. Wir haben keine gute erste Halbzeit gespielt. Eigentlich sehr, sehr schmeichelhaft, dass wir mit einem 2-1 in die Pause gehen, weil der Gegner uns eigentlich schon gut gefordert hat und wir eigentlich gar nicht ein Spiel gefunden haben, relativ schlechte Lösungen gesucht haben, viele Fehlpässe, schlechte Entscheidungen. Ja, aber aus dem Nichts machen wir das 1-1 und kurz vor der Pause machen wir dann durch einen Foulaufmeter sogar das 2-1, aber hat nicht dem Spielverlauf entsprechend. Ja. Aber mit 1-0 Rückstand nach rund 17 Minuten, da waren Sie wahrscheinlich schon ein bisschen bedient, ne, oder? Ja, vor allem war es auch ein Standard, das hatten wir im Vorfeld erwähnt, ne, dass große Spieler und gute Standards sollten wir vermeiden, dann geben wir einen relativ einfachen Standard her und den verteidigen wir dann auch noch schlecht und resultieren daraus kam das 1-1. Aber wie gesagt, wir haben auch nicht gut gespielt, lag so ein bisschen in der Luft, waren nicht griffig genug, waren, wie gesagt, in der ganzen Anlage des Spiels nicht wirklich gut drauf, war so eine schwache Halbzeit von unserer Seite. Hat sich auch vielleicht ein bisschen abgezeichnet, weil wir auch letzte Woche nicht überragend gespielt haben, obwohl wir gut trainiert haben, aber es war so wirklich so schwierig, haben schwer ein Spiel gefunden. Ja, Halbzeit, dann wieder raus zur zweiten 45-Minuten-Partie. Haben Sie die Mannschaft denn anders taktiert zur zweiten Halbzeit, also so spielen lassen wie in der ersten? Ja, wir haben einen Wechsel vorgenommen, aber daran lag es jetzt nicht. Es war schon so, dass wir die Punkte angesprochen haben, die einfach nicht gut gelaufen sind, vom Spielaufbau her, von Bewegung her, im Ballbesitz, dass wir da einfach ein paar Sachen anders machen müssen. Das haben die Jungs dann auch sehr gut zweite Halbzeit umgesetzt. Man muss einfach sagen, dass jeder einzelne Schippe draufgelegt hat. Das spricht einfach für die Truppe, nach einer schlechten ersten Halbzeit dann so eine zweite Halbzeit abzuliefern. Und dann muss man schon sagen, dass wir hinten raus dann, es geht dann 4-1 aus, das hört sich sehr, sehr klar an. Am ersten Halbzeit war ein bisschen eng, aber hinten raus muss man schon sagen, dass wir es denn schon verdient gewonnen haben. Ja, Andreas Fuß zum 3-1 nach rund 50 Minuten, nach 80 Minuten Tom Palm das 4-1, Sie haben es angesprochen, aber Sie haben ja in der zweiten Halbzeit nach dem 3-1 richtig gewechselt. Da haben Sie wirklich die Bank, sag ich mal, rotieren lassen. Ja, wir hatten ein bisschen mit Blessuren zu kämpfen, der ein oder andere Spieler fehlte. Wir haben Leute von unserer zweiten Mannschaft hochgezogen, die sind auch zum Einsatz gekommen, weil die Jungs einfach alle gut trainieren, also hohe Trainingsbeteiligung, hoher Einsatz, hohe Intensität und bei dem Stand war es dann auch war es eine Selbstverständlichkeit, denen da auch einen Dank zu zollen, weil die einfach mit Fieber, mit der Truppe, so wie es sich gehören sollte, und daher haben sie dann auch die Spielzeiten bekommen. Wo war denn der Schlüssel zum Erfolg, die Führung nach 45 beziehungsweise in der Nachspielzeit? Ja, es war dann Einzelaktionen zum Teil. Also Thomas Betzer setzt sich gut im 16er durch, holt einen Elfer raus. Also wie gesagt, erste Halbzeit war es einfach von als Mannschaft, als Teamleistung nicht gut. Es war resultierend aus Einzelleistungen. Das ist alles in der zweiten Halbzeit, wie gesagt, korrigiert worden. Da haben die Jungs einfach eine Schippe draufgelegt im Kollektiv, so wie es sich gehört. Und ich glaube, das haben sie auch verstanden in der Halbzeit, dass es einfach so nicht gut war, dass man damit nicht zufrieden sein kann. Und das waren sie dann auch nicht und haben es dann letztendlich den Fans und mir auch gezeigt, sich selber, dass es einfach besser geht. Ja, 19 Spiele, 64 Tore geschossen, nur 24 kassiert, 43 Punkte, Platz 2. Man ist dicht dran am türkischen SV. Wo geht die Reise denn hin mit der SC Alemannia Lendersdorf in den nächsten Wochen? Ja, das hört sich jetzt sehr abgedroschen an. Also wir haben Spiel jetzt nicht mehr verloren. Ich glaube, das spricht für sich. Daher muss man auch ganz klar sagen, dass der Tabellenplatz für sich auch spricht. Das ist einfach eine Bestätigung. Wo es jetzt hingeht, das wird sich einfach, müssen wir mal schauen.
vorne. Wir nehmen es da relativ einfach. Wir denken von Spiel zu Spiel. Das kriegen wir gerade sehr, sehr gut hin. Wir konzentrieren uns wirklich immer auf den nächsten Gegner und versuchen da unsere Hausaufgaben zu machen. Wir sind letztendlich in der Verfolgerposition. Die Türken müssen nochmal stolpern und dann müssen wir da sein. Und wir wollen es den Türken so schwer wie möglich machen. Das ist klar. Und dann werden wir mal schauen. Aber da ist gar kein großer Druck drauf, sondern den machen wir uns eigentlich eher selber, dass wir sagen, so, wir wollen einfach jedes Spiel gewinnen. Und das, wenn das so weitergeht, wie wir es jetzt gerade handhaben, ich glaube, dann erleben wir eine wirklich sehr, sehr erfolgreiche Saison. Also kein Druck bei der SC Alemannia Lendersdorf, keine Kalkulation in einer bestimmten Richtung. Von Spiel zu Spiel wird nur gedacht, so genau wie bei in der Bundesliga, ne? Ja, so ähnlich. Ne? Also es bringt ja jetzt nichts, auf den Quotienten rauszuziehen und auf den zweiten Platz zu schielen und wer weiß was. Also es geht ja erstmal darum, wirklich die Hausaufgaben zu machen. Die bestehen halt darin, einfach zu gewinnen, von Spiel zu Spiel zu denken. Alles Weitere wäre ja fatal. Wie gesagt, das gelingt uns gerade sehr, sehr gut. Es ist eine gewisse Dynamik in der Truppe. Es sind ja auch ein paar ältere Spieler da, die nicht mehr ganz so lange spielen werden. Das heißt, auch die sind heiß, ziehen die Jungen mit. Also das passt gerade. Hohe Intensität, das hatte ich im Vorfeld schon gesagt, hohe Trainingsbeteiligung. Und wenn das alles so, wenn wir das so beibehalten können mit einer guten Stimmung, wie sie jetzt natürlich auch ist nach 17 Spielen, die wir nicht verloren haben, dann kommt das eine vom anderen und darauf warten wir und gucken einfach mal. Und ich denke mal, so sind wir bis jetzt gefahren und wir sollten auch weiterfahren. Marco Bachmann, SC Alemannia Lendersdorf, 19. Spieltag, Heimsieg gegen Schwarz-Weiß-Hochumstamm. Vielen Dank und schönen Abend. Ja, danke.